Anna Karina Wojcik seziert das Playboy-Cover, Ex Stefan Mroz reagiert mit Seitenhieb. Nächster Karriereschritt für Anna Karina Wojcik, die Schlagersängerin ist im September auf dem Titelbild des Playboy zu sehen. Jetzt reagiert auch ihr Ex Stefan Mroz. So haben ihre Fans Anna Karina Wojcik, 31, definitiv noch nie gesehen, für den Playboy. Zog die Schlagersängerin bei einem Shooting auf Gran Canaria blank. Die Ergebnisse teilte die noch Ehefrau von Stefan Mroz, 48, zumindest teilweise, bereits stolz in einem Instagram-Beitrag. Anna Karina Wojcik, das ist meine Zeit. Anna Karina wolle nun genau das machen, worauf sie Lust hat, verrät sie zu ihrer Titelstrecke im Playboy. Und dazu gehört offenbar auch das freizügige Fotoshooting. Für mich ist alles richtig, was mich erfüllt und bei dem ich zu 100% dahinter stehen kann. Und dahinter stehen kann ich, wenn mein Bauchgefühl es mir sagt. Und das schreit gerade, Anna, jetzt ist deine Zeit. Vor ein paar Jahren wäre das undenkbar gewesen. Ich war lange vom Erwartungsdruck beeinflusst, der von außen kam. Und hatte Angst, etwas falsch zu machen. Ich habe mich oft in meinem Leben gefragt, ob der Weg, den ich gehe, der richtige ist. Nun aber habe sie verstanden, dass es kein Falsch gibt. Anna Karina Wojcik wird vom Umfeld unterstützt. Von ihrem Umfeld bekommt die 31-Jährige eine Menge Unterstützung. Ihr Freund Daniel war bei dem Shooting auf Gran Canaria sogar dabei. Und auch ihre Eltern haben kein Problem damit, dass ihre Tochter sich für das Männermagazin auszieht. Sie sagen immer: Anna, wenn du dich wohlfühlst, dann machen wir uns keine Sorgen. Sie wissen, ich mache nichts halbherzig. Wenn ich etwas mache, dann richtig, erklärt die Blondine Bild.de. Das Playboy-Shooting vergleicht die Wojcik mit der Karriere als Sängerin, mit den Bildern wolle sie zeigen, dass ich eine selbstbewusste junge Frau bin, die seit 13 Jahren alles für ihre Leidenschaft tut. Denn vielleicht seht ihr mich auf den Bildern jetzt zum ersten Mal nackt, nackig mache ich mich aber seit 13 Jahren mit meiner Musik. Auf der Bühne zu stehen, ist für mich auch eine Form von Nacktheit. Stefan Mroz kann sich Seitenhieb nicht verkneifen. Ihr Ex Stefan Mroz äußert sich nun ebenfalls zu den Fotos gegenüber Bild.de und findet, jeder sollte das machen, was ihm gefällt. In Würde und Freiheit, erklärte er. Allerdings konnte er sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Ich persönlich wünsche mir, wenn hoffentlich bald die Scheidung wahrgenommen wird, dass sie pünktlich erscheint, aber dann bitte angezogen. Eine Anspielung auf den letzten, geplanten Scheidungstermin? Seit ihrer Trennung im Jahr 2022 läuft die Scheidung. Am 4. Juni 2024 ließ Anna Karina allerdings den Termin am Amtsgericht Passau platzen. Das ist bereits das dritte Mal, dass der Gerichtstermin verschoben wird.